hast ja wieder eingeschaltet habt bei mir auf meinem Kanal Thorsten und seine Welt, Aquaristik, Zwerggarnelen und Meerwasser. Aber heute haben wir wieder ein spannendes Thema, zumindest finde ich es sehr interessant, gerade für Garnelenhaltung, was mir dann so mittlerweile die Jahre, die ich schon die Garnelen pflege und halte, dass ich dort schon beobachten konnte, hauptsächlich bei den Neogaridina-Garnelen, dass mittlerweile die ganzen Jahre lang, wenn man sich woanders welche, oder wie soll man das sagen, ja, so ein bisschen die Garnelen so anguckt, was angeboten wird an Garnelen, dass die Farmen halt nicht mehr so die Farmen sind, wie zum Beispiel vor 15, 20 Jahren. Wo das so anfing mit den ganzen Garnelen, dort war also eine Neogaridina Yellow Fire Garnele zum Beispiel, nehme ich mal, dass die war noch gelb. Also richtig schön gelb. Und einen Stamm hatte ich auch mal gehabt, beziehungsweise ich habe immer noch einigen von diesen Stamm. Und dort kam dann mir mal die Überlegung, weil sie ja nicht mehr die gelbe Farbe haben, so wie zum Anfang, oder die rote halt nicht mehr so rot ist wie rot. Das Rot ist nicht mehr so farbintensiv, sondern alle so mehr in Richtung Neonfarben. Deswegen verkaufen wir viele jetzt die Yellow Fire Garnelen als die Neon Fire Garnelen. Oder immer noch, manche sagen, das ist immer noch eine Yellow Fire Garnele. Aber ich konnte selber beobachten, gerade bei den Garnelen, weil das wirklich ein schönes, durchgedrungenes Gelb war. Und jetzt ist es so gesagt, so, die sehen alle glasig aus, die Garnelen. Ne? Hauptsächlich bei den Arten ist es mir aufgefallen, dass die so ein bisschen glasig sind. Und dann bin ich seit langem so gesagt auf den Schlussfolgerung gekommen und habe dann so ein bisschen, um auf das Thema zu kommen, was wir heute haben, Futter umzustellen. Also ich hatte dann so gesagt, man macht ja immer so, es gibt ja Kalziumpulver und. Was man reinmachen kann im Becken, um den Kalziumhaushalt der Garnele aufrecht zu erhalten. Denn wir wissen ja alle, dass so eine Garnele ja viel aus Kalzium besteht. Der Panzer zum Beispiel, das Ganze ist ja kein Skelett, sondern der ganze Körper. Und dort ist mir eine Menge aufgefallen, unter anderem, weil die Versorgung nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Auch wenn man Eiweißstoffe zuführt, wie Brennnesseln, tierische, also pflanzliche Eiweißstoffe. Ja, jetzt seht ihr ja selber bei meinen Garnelen hier, dass die an Eierschalen rangehen. Aber der Hintergrund mit den Eierschalen ist noch eins, dass sich da die Innenhaut, und kennt ja, wenn ihr Eierschalen habt, ist da ja doch so gesagt, wie Küken ist ja so wie so ein Dottersack drin, also geschützt, und da ist ja so eine kleine Kahnhaut da drin bei den Eierschalen. Und die lasse ich immer dran. Und mir ist aufgefallen, dass die Garnelen, die gehen da ran. Das wird wie so gesagt, wenn ich zu wenig reinmache, die kämpfen richtig regelrecht darum, um den Eiweißstoff, also kann ich davon ausgehen, dass die Garnelen einfach das tierische Eiweiß brauchen. Ne? Wir gehen ja auf pflanzliche Eiweißstoffe zu, mal so Brennnesselstick, den Löwenzahn rein etc. Und meistens ja auch in getrockneter Form. Meistens in getrockneter Form, sagen wir eigentlich nur in getrockneter Form. Ja, und dann ist immer die Frage, wenn ich das jetzt trockne, die Brennnesseln oder Spinat getrocknet ist, kann ja auch getrockneten Spinat in Garnelen geben. Und da ist bei mir so immer die Frage gekommen, sind denn da die Eiweißstoffe oder die pflanzlichen Eiweißstoffe überhaupt noch so vorhanden, wie die Tiere sie haben möchten? Oder brauchen die Tiere die Eiweißstoffe, tierische Eiweißstoffe? Und da ich das so beobachten konnte, kann ich davon ausgehen, dass die Garnelen einfach die tierischen Eiweißstoffe brauchen für ihren Körper oder halt von ihrem Haushalt Mineralien, was sie benötigen. Ja, denn die Garnelen haben ja nicht so ein Skelett wie wir. Die haben, nennt man das bei Wirbellosen, heißt das sogenannte Exoskelett. Das Exoskelett kennen wir bei
Spinnen zum Beispiel, dann kennen wir das bei Krebse und anderen natürlich bei unseren Zwerggarnelen. Und dort brauchen sie das Kalzium, um das Skelett oder beziehungsweise die Haut aufzubauen. Aber darauf sollte man natürlich wieder achten, wenn wir da Kalzium in tierischer Form, ich sage jetzt mal durch Eierschanz zugeben, sollten schon vorher abgekocht sein, also gekochtes Ei drinne. Manche sagen noch, naja, man muss es so ein bisschen zerkleinern, mehr, dass sie sich nicht verletzen an die Schale, was ich noch nicht beobachten konnte. Solange ich das jetzt füttere, oder sagen wir mal so, ich füttere das ja jetzt, also nicht intensiv will ich nicht sagen, halt regelmäßig, kommt immer darauf an, wie groß die Gruppe ist. Und dann kommen wir ja nachher dazu, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, seitdem ich auch tierisches Eiweiß zufüttere, unter anderem in Form halt von den Schalen, wo dann die dünne Schale noch dran ist. Denn man muss immer so aufpassen, dass so der Beckenlärm von der Nahrung her jetzt nicht zu sehr überlasten drin. Und wichtig ist ja auch, der meiste Verbrauch davon haben wir die Weibchen, denn die brauchen das ja für die kleinen Winzchen Eier, diese im Körper ablagern. Denn dort haben wir ja auch die Schale, genau dasselbe, wo die Schale ist. Ja, jetzt werden viele sagen, okay, was ich auch beobachten konnte, wir können ja Kalzium in Form von Pulver zulegen. Tja, könnten wir machen, aber den Augenblick habe ich ja gar nicht so die Kontrolle drüber, welche Garnelen oder wie viele Garnelen überhaupt dort an das Kalzium rankommen. Und das Kalzium ist ja dann meistens so sehr maßend, wenn ich es löse, sehr im Wasser auf. Meistens vielleicht noch ein kleines Gefäß gemacht. Und das ist ja sehr, sehr, sehr fein. Und meiner Meinung ist so, wie ich beobachten konnte, dass der ganze Filter das aufsaugt und sogar die kleinen Partikelchen im Filter verschwinden. Also wir kennen es ja, wenn wir einen Filter ausspülen, haben wir dann so meistens eine braune, feine Brühe drin. Und das ist genau dasselbe im Prinzip, wenn ich jetzt das Kalzium als Pulver reinbringe und sich das dann dort im Becken verteilt, dann ist das einfach nur eine kurze Zeit für die Garnelen, steht das zur Verfügung, aber nicht sofort, also nicht länger. Das heißt, ich möchte ja auch eine Kalziumversorgung haben, die etwas länger ist. Und dort ist mir aufgefallen, wenn ich dann, so macht es ich immer, ich lege so eine kleine Eierschale rein und lasse sie zum Beispiel jetzt 4-5 Tage im Becken drinne. Und in diesen 5 Tagen kann ich immer beobachten, dass immer irgendwelche Garnelen dort dran rumknabbern. Und hauptsächlich dort ist mir aufgefallen, dass die weiblichen Garnelen sich dort ihre Kalziumbedarf darüber decken. Ne? Gut, im Sommer hatte ich ja schon euch mal gezeigt, dann nehme ich natürlich immer noch von meinen Wachteleier die, weil die sind zarter drüber und ich weiß zumindest, mit was ich meine Wachteln fütter. Was man ja bei die Eier, die wir jetzt so vom Bauernhof oder beziehungsweise aus dem Supermarkt kriegen, nicht genau wissen, was da so Bestandteil ist, altem Ei. Und daher sollte man sie jetzt nochmal zusammen abkochen. Ja, und dann habe ich das jetzt schon ungefähr, wann war das Video, hatte ich euch ja mal ein Video drüber gebracht, über mein, euch schon mal berichtet, muss ungefähr ein halbes Jahr her gewesen sein, mit meinen Neogaridina Garnelen, also die Yellow Fire, darauf beziehe ich mich jetzt am meisten, konnte zwar auch schon bei den Blue Dream beobachten, dass das halt nicht mehr die Färbung ist, wie wir sie ja früher hatten, wo wir ja dann immer stolz waren, dann guckt euch das Blau an oder guckt euch das Gelb an, müsst ihr selber mal im Internet so ein bisschen rumwürscheln, dass ihr schöne uralte Videos findet, von YouTube-Kollegen vielleicht. Und da seht ihr dann selber, dass die Yellow Fire Garnelen komplett anders waren. Tja, jetzt kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich euch ja sagen wollte, was bei mir jetzt so aufgefallen ist, beziehungsweise was ich jetzt wieder verändern konnte. Ich konnte so leicht meinen Yellow Fire Stamm wieder aufbauen und konnte dabei auch beobachten, wo ich die Fütterung geändert habe, dass sie dort schon wieder, also wie soll ich sagen, das Gelb wird intensiver, die werden auch wieder größer, die Tiere. Und
es ist nicht mehr so glasig, das Gelb, also nicht mehr so neonfarben. Ne? Ich will ja keine neonfarben haben, wo ich durchgucken kann. Ich möchte ja schon wieder so eine richtig schöne, gelbe, sattgelbe Garnele haben und nicht, wo ich durchgucke und dann krass ausgedrückt die Innereien sehe. Ne? Ja, zum Thema dazu bei der Fütterung, so ist es mir aufgefallen, dass im Wechsel ja auch immer viele Futtersorten drinne, mal das Futter, mal jenes Futter. Okay, jeder hat so irgendwo seinen Lieblingsfutterhersteller, wo er was bestellt. Und habe ich auch. Und da wollte ich mal wieder bestellen, mir ein bisschen Sticks drüber. Jetzt hatte ich aber einen anderen entdeckt, der hat darüber, den werde ich nochmal zeigen, euch die Futtersticks. Aber probiere die selber erstmal aus für meine Garnelen und will erstmal gucken, wie die ganze Sache jetzt aussieht. Aber ihr könnt es ja selber mal so ein bisschen probieren. Mit den Eierschalen, was ihr dazu meint oder ob ihr das denn selber beobachten könnt. Aber viele sind ja so, viele, ja, die kaufen sich den Garnelen, machen sie irgendein Mischbadbecken, ja, ihren Becken rein und dann werden sie füttert, dann werden sie mal selektiert, wenn überhaupt. Aber bei mir geht es ja darum, dass ich hier einen Stamm erhalte, dass ich den Stamm verbessere von der Farbe her und dass ich sie vermehre. Und dann dementsprechend, wenn mein Stamm groß genug ist, dann wieder abgeben kann und halt andere Leute damit wieder glücklich machen kann mit meinen Garnelen. Denn eine Zeit lang hatte ich eine Warteliste, so kann man schon nennen, bei den Neo-Garidina-Garnelen von meinen Gelben, weil eigentlich mit noch der letzte war vielleicht, weiß es nicht, der richtig intensiv Gelbe hatte, wo dann irgendwann mal der, sagen wir mal so, ich hatte zu viele abgegeben gehabt und dann ging es bei mir auch los, halt, dass die Färbung nachgelassen hat und dann bin ich raus und habe immer probiert, an was das liegt, Wasserwerte, das probiert, nicht probiert und jetzt bin ich auf den Trichter gekommen, dass die ein bisschen Eiweiß, tierisches Eiweiß brauchen und nicht nur pflanzliches Eiweiß brauchen und dass das der, eigentlich der Grund ist, warum die Färbung nachlässt. Und der tierische Eiweiß bin ich der Meinung, dass das auch ein bisschen, oder ich konnte beobachten, dass das die Färbung der Garnelen beeinflusst. Aber ich muss immer dazu sagen, ich kann es nur bei den Neo-Garidina-Garnelenarten beobachten, mit von der Färbung her, als bei den anderen. Bei den anderen konnte ich es also nicht so beobachten, dass sich da, die gehen zwar auch gerne an das ganze Eiweiß ran und an die Eierschalen, aber ich konnte es da halt nicht beobachten, dass ich da jetzt eine Veränderung habe dran. Aber falls sich dort irgendwie positive Veränderungen in der Richtung sich geben, da kann ich dann euch immer noch weitere Video informieren bei mir auf meinem Kanal. Denn wir sind ja mit dem Thema gerade jetzt wirklich so ein bisschen mehr beschäftigt drüber, über die Zwerggarnelen. Da ist noch viel, viel, viel Sachen offen. Ja, das war das Video dazu heute mal. Kleines anderes Videochen, was mir eigentlich heute Morgen gerade eingefallen ist, wo ich sie mal gefüttert habe, wieder damit. Und da habe ich gesagt, Mensch, das könnte eigentlich mal interessant sein, auch für meine Zuschauer drüber. Die Garnelen halten, was man eigentlich alles so mit dem Futter beeinflussen kann. Ne? Dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Vergesst natürlich ein Abo nicht. Einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und bleibt gesund wie immer.